So, hallo liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zurück bei Ground and Pound TV. Wir sind heute bei Hype Fighting Championship Nummer 2 und ich habe unseren ersten Interviewgast und es ist ein absoluter, ich sag mal, Superstar, den Ex-Weltmeister im Cruisergewicht. Herzlich willkommen, Firat Aslan. Hallo, schönen guten Tag. Wie erwähnt, du kommst eigentlich aus dem Boxen. Was bringt jetzt einen Boxer, sich mal dazu was ganz anderes anzugucken, zum Thai- und Kickboxen zu gehen? Gut, ich muss dazu sagen, was ganz anderes ist es ja nicht. Das ist beides Kampfsport und ich trainiere viel mit auch Kickboxern zusammen, guten Kickboxern. Der Veranstalter Sada ist ein guter Freund von mir, wir haben schon zusammen auch trainiert und mich fasziniert natürlich auch Kickboxen sehr. Das sind super Kämpfer und das bringt mich dazu, dass ich da gerne zuschaue. Gibt es vielleicht heute sogar einen von den Kämpfern, der, sag ich mal, zu dem du eine besondere Beziehung hast, wo du sagst, naja, bei dem fiebert man jetzt doch ein bisschen mehr mit? Gut, also nachkämpft auf jeden Fall Ulvi, ein Freund von mir, der hier auch in Ulm lebt. Bei ihm fiebere ich auf jeden Fall mit. Wir haben früher auch zusammen gearbeitet und ich weiß jetzt das ganze Programm nicht, deswegen kann ich nicht weiteres dazu sagen. Also als kleiner Hinweis, wir haben zwei Kämpfe, wo Superstars aus Thailand da sind, die im Full Muay Thai, das heißt mit Ellenbogen zum Kopf, da wird es also richtig zur Sache gehen. Wäre das vielleicht mal für dich zu sagen, so, naja, ich probiere vielleicht doch auch mal Thai-Kickboxen aus, wenn auch nicht so ganz aktiv, aber die Klitschkos haben es ja mal vorm Boxen gemacht. Gut, ich muss dazu sagen, also ich meine, ich boxe jetzt seit 21 Jahren und ich denke, alte Bäume verpflanzt man nicht und man muss schon bei der Sportart bleiben, denke ich, wo man, ich habe Erfolg im Boxen erzielt und da möchte ich auch nochmal anknüpfen und ich glaube nicht mehr, dass ich in dem Alter jetzt umsatteln werde. Naja, ich meine, Ralf Seger, ein Freund von dir, ist er auch noch aktiv, also der macht ja mal Boxen, Ultimate Fighting. Na, wäre vielleicht Ultimate Fighting was bei dir? Ich meine, mit Ralf hättest du einen guten Trainer. Gut, wie gesagt, ich bin Boxer, ich gehe meinen Weg im Boxen, aber ich traue mir jede Kampfsportart zu. Ich bin ein harter Kämpfer und ich traue mir jede Kampfsportart zu, aber ich habe nicht die Ambition, in andere Kampfsportarten jetzt noch anzufangen, weil wenn ich was mache, möchte ich Erfolg haben. Und ich bin Realist genug natürlich zu wissen, jetzt so spät noch einzusteigen und da noch Erfolg zu erzielen, ich glaube, das ist nicht möglich. Wie erwähnt und wie es die Kampfsportfans auch wissen, du warst Weltmeister im Cruisergewicht. Und die Frage ist natürlich, die sich jeder stellt, wann kommt Firat Aslan wieder zurück? Also die Frage kann ich jetzt leider nicht ganz genau beantworten, aber ich war letzte Woche bei meinem Manager in Hamburg und wir sind im Gespräch, dass ich spätestens im Frühjahr kommenden Jahres kämpfen soll. Das hoffe ich, ich trainiere fleißig und bereite mich auf den kommenden Kampf vor und egal gegen wen, egal wo, ich bin bereit zu kämpfen und ich hoffe, dass ich meine Chance kriege. Wird es noch mal einen Angriff geben oder willst du noch mal einen richtigen Angriff nehmen auf den WM-Titel? Auf jeden Fall. Ich hatte einen ganz schweren Unfall mit einem Fahrrad und habe Halsmuskel gerissen, habe meine ganzen Knochen waren verschoben, sind immer noch leicht verschoben. Die Ärzte haben mich abgeschrieben, die haben gesagt, er kann nie wieder boxen und ich habe mich zurückgekämpft. Ich habe gegen Steve Aurelius gleich in der Interimsweltmeisterschaft gekämpft, habe mit 5 Runden, soweit ich weiß, vorne gelegen auf den Punktrichterzettel und bin nicht am Gegner gescheitert, sondern leider an den Umständen, dass an dem Tag der heißeste Tag war. Ich habe fast 9 Liter Flüssigkeit verloren und habe einen Kreislaufkollaps in der Pause zur 12. Runde gehabt. Ja. Und nach diesem Kampf sage ich, ich habe gezeigt, dass ich noch in der Weltspitze mithalten kann, obwohl ich 2 Jahre pausieren musste. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall angreifen in die Weltspitze. Aber ich bin auch keiner, der groß redet und sagt, dass ich es schaffe. Aber ich glaube dran. Es ist ja wie im Supermittelgewicht so eine Art Super Six auch fürs Cruisergewicht geplant. Ist man vielleicht schon an dich herangetreten? Gab es da schon mal Kontakte, dass du eventuell auch dran teilnimmst? Weil, ich sag mal so, die ganz großen Namen im Cruisergewicht, nehmen wir mal Marco Huck, lassen wir mal außen vor, die sind ja eigentlich nicht da. Ja, wie gesagt, also jetzt richtig angetreten sind sie an mich nicht, aber es gab Gespräche und ich wäre natürlich sehr gerne dabei. Das wäre für mich natürlich ein Traum, gegen die Besten anzutreten und ich glaube nach wie vor, dass ich zu den Besten mitgehöre im Cruisergewicht, aber ich bin leider nicht der, der das entscheidet, wer da teilnimmt. Ich wäre bereit, jeden zu kämpfen und würde mich auf so ein Turnier freuen, aber ob das wirklich stattfinden wird, weiß ich nicht und ob ich dann teilnehmen darf, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass ich die Chance dazu bekomme, mich zu qualifizieren und daran teilzunehmen. Dann sage ich mal, ich drücke die Daumen, dass es vielleicht soweit ist, dass es soweit kommt, dass du dabei bist. Und auf jeden Fall, dass man dich auf jeden Fall nochmal im Ring sehen wird. Und ich sage herzlichen Dank fürs Interview, Firat Aslan.